Wobei eigentlich noch so ein bisschen mehr Vielfalt bei den Brücken wäre eigentlich auch mal was. So, was haben die aktuell für ein Einzugsgebiet? Bestimmt gar keins. Na gut, hier unten. Die zwei, drei Gebäude, aber da müssen wir halt eine Buslinie bauen, dass sie dorthin können. Auch wenn wir jetzt natürlich dieses Ganze mit Transfer und so natürlich jetzt nicht haben. Aber Glarus als aufstrebende Stadt. Und die wollen natürlich auch eine Zuganbindung haben. Ja, in den Passagierbahnhof. Also ich würde eigentlich eine S-Bahn-Linie bis nach Volketswil machen. Also soll das irgendwie hier parallel verlaufen. Der Bahnhof müsste dann irgendwo... Gut, vielleicht hier so hin, ha? Oder hier so rein, aber dann hast du halt wieder, dann musst du wieder raus, die müssen wir halt wieder so rausfahren. Das finde ich immer relativ ungeil. Ich will den Bahnhof mal hier planen. Die kriegen dann mal so ein hier. Wie lang war der hier gewesen? Da müsste man sich dann orientieren. 6. Also weil den Puffer lasse ich mal weg, weil ich glaube, da können die nicht draufhauen. Das heißt, wenn das theoretisch so, der bleibt natürlich nicht so. Das ist nur erstmal, dass wir gucken können, wo wir jetzt hier alles rauskommen. Natürlich wieder an der Einfahrt hier die Schilder. So, machen wir es so, ja, würde ich sagen. Irgendwie so ein kleiner klassischer S-Bahn-Bahnhof, was zum Sitzen, was zum Unterstellen. Wenn das Wetter schlecht ist, so, das müssen wir natürlich hier durchs Öl fahren. Ich würde da tendenziell den Schlenker nach hier oben machen. So, da kommt ein Schiff. Von irgendwo Ersatzteile hin. Ach so, die gehen auf die Sandbank. Wir machen hier ein bisschen Sandbankverkehr. So wie das aussieht. Ja. Oh, 2000 Tonnen Ton. Da müsste man eigentlich auch nochmal gucken in der Liste hier, wo ist viel drin. Wo kann man noch Fahrzeuge raushauen.
Warum brauche ich eigentlich eine 180er Strecke gerade? Oh, hier ist ein Stau hier unten, sehe ich gerade. Warum baue ich da eine 180er Strecke, wenn... was ist denn das jetzt schon wieder hier? Hier ist ein Zug reingefahren, der gar nicht reinfahren soll. Das ist ja lustig. Man könnte glatt den Eindruck haben, als wäre diese Konstruktion... kann ich erzwingen, dass er das Signal überfährt? Ja. Zellbrennofenanlieferung. Hat er seine Route irgendwie verloren? Ist er falsch abgebogen? Was ist das überhaupt für ein Zug, der hier reinfährt? Ist das der hier? Vielleicht soll ich dort eine Routing-Beschränkung setzen. Komisch. Aber jetzt mal zurück zum anderen. Warum baue ich da eigentlich gerade eine 180er Strecke, wenn das doch alles, wenn die S-Bahn doch auch alles, oder? Achso, 245er Strecken waren das. Wo hat man noch eine S-Bahn hier? Oh nee, da habe ich das wirklich falsch gemacht. Na gut, das lässt sich ja schnell... schnell ändern hier, so. Habe ich den Bahnhof hier erwischt? So, das waren schon immer 245er, weil das wahrscheinlich noch die ursprüngliche Strecke ist. Also, weil ich glaube, die schnellsten Züge ja bei dem Set, die fahren, glaube ich, auch nicht wirklich schnell. Achso, hier wäre noch cool, wenn dort ein Depot hinpasst, aber das müsste man, glaube ich, woanders hinbauen. So, und wo mache ich jetzt hier den Halt rein? Tja, oder halt hier rein, ne? Müsste man einen Tunnel bauen? Was schon daran scheitert. Na gut, dann müsste ich hier platt machen. Tunnel durch. Hätte aber das Problem, dass man dann hier einen Seitenwechsel machen muss. Hier mal anders, dass wir der Stadt hier die Möglichkeit geben, hier weiter zu wachsen. Darüber hinaus, dass wir die jetzt nicht irgendwie bedrängen. Wir machen hier mal ein kleines Stück einfach Tunnel rein. Na. So. Nee, so nicht. So auch nicht.
Aber ich brauche den Bahnhof einfach hier oben in die Lücke rein, würde ich sagen. Hier so rein. Das würde sich doch bestimmt lohnen. So. Um die Depots kümmere ich mich dann gleich. Wir bauen erstmal hier das schnell fertig. Das war, glaube ich, jetzt nicht so geil. Könnte man sich sogar noch ein kleines Bahnhofshäuschen leisten. So eins hier. Kurz so richtig anderes Design. Der lohnt ja, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber gucken einfach mal. Volketswil. Die roten auch mal wieder bauen hier. Ach so, jetzt habe ich bei der Station hier die Ausfahrtsrampen vergessen. Na egal.